Der Drogeriekonzern Schlecker will mit der Planinsolvenz vor allem Arbeitsplätze sichern und eine Pleite des Konzerns abwenden. Auch ein Großteil des Filialnetzes könnte dadurch erhalten bleiben. Die Insolvenz am Mittag kam dennoch völlig überraschend. Die Mitarbeiter der Schlecker-Gruppe sind schockiert. Sie haben von der Planinsolvenz nicht durch die Firma selbst, sondern von anderen Mitarbeitern und den Nachrichten erfahren. Vor der Kamera wollte sich dazu aber keiner bei uns äußern. Zahlungsunfähigkeit oder zu viele Schulden. Aus diesen beiden Gründen gehen Firmen in die Pleite. Der erste öffentliche Schritt der Gläubiger ist dann meist ein Antrag beim Insolvenzgericht auf Eröffnung eines Verfahrens. Ein Eigenantrag liegt im Amtsgericht Ulm aber bisher noch nicht vor. Bisher ist kein Insolvenzantrag gestellt worden. Also wir haben keinen Antrag vorliegen. Ob die in der Zukunft einstellen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Im Geschäftsjahr 2010 war der europaweite Umsatz von Schlecker um rund 650 Millionen Euro gesunken. Für 2011 rechnete der schwäbische Familienkonzern erneut mit sinkenden Erlösen. Rund 30.000 Menschen arbeiten derzeit in Deutschland für Schlecker. Neben 7.000 Filialen in Deutschland hat die Drogeriekette noch 3.000 Läden in anderen europäischen Ländern. 1967 ist die Drogerie von Anton Schlecker gegründet worden. Im Mitte November 2010 hatten Lars und Maike Schlecker angekündigt, Veränderungen im Unternehmen vornehmen zu wollen. Doch auch diese Veränderungen haben wohl nicht zu einem positiven Umsatz geführt, denn heute Mittag hat Schlecker die Insolvenz bekannt gegeben. Schlecker steht vor allem im Wettbewerb mit den Konkurrenten DM und Rossmann. Diese hatten zuletzt von den Umsätzen her Schlecker überholt. Voraussichtlich am Montag soll der Insolvenzantrag beim Ulmer Amtsgericht vorliegen.